Naja, egal. Nicht schlimm. Wir werden... Alles klar. Let's start again. Moin, ihr Zerberster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Craft Tech. So, und da sind wir auch schon wieder am Start hier. Ja, wer am Wochenende den Livestream gesehen hat vom lieben Zander, den 24-Stunden-Livestream, der weiß, was hier in der Welt von Craft Attack abgegangen ist. Denn, liebe Freunde, der Kevin hat alles verloren. Ihr seht es, ich habe keine Rüstung mehr, gar nichts. Weil das hier völligstens eskaliert ist am Wochenende. Aber gar kein Problem, Leute, wir bauen uns wieder auf. Ich war ja gestern schon, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe gestern einen ganz kurzen Livestream gemacht von, ich glaube, 4 Stündchen. Da war ich so ein bisschen was farmen gewesen und habe hier noch so ein Stack Dias mir geholt und so ein Kram. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir uns hier langsam wieder sicher ein bisschen aufbauen. Da haben wir auf jeden Fall einiges noch zu tun. Ich habe auch meinen Kuhstall wieder repariert, wundert euch nicht, der war komplett zerstört fast. Und jetzt müssen wir erstmal wieder anfangen, hier Kühe hochzuzüchten. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich wollte eigentlich in der heutigen Folge mit euch an meinem Haus weiterbauen, wenn es ging. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir an bestimmte Ressourcen kommen. Zum Beispiel dadurch, dass ich reparieren musste, hatte ich ja jetzt kein Glas mehr übrig. Das heißt, ich muss zum Beispiel auch Tintenfische jetzt erstmal ein bisschen farmen. Müssen wir mal gucken, wo ich da am besten welche herkriege. Mir fehlt jetzt halt alles wirklich. Vor allen Dingen die gute Rüstung und so ein Kram. Aber gar kein Problem, Leute. Müssen wir uns gar nicht drüber aufregen oder so, ne? Ich sag mal, das war ja ein... Also war ja mit meinem Einverständnis, ne? Also ich sag mal, wenn jetzt jemand sagen würde, nee, ich möchte nicht, dass wenn das hier eskaliert oder wir uns trollen, dass meine Rüstung zerstört wird oder mir abgenommen wird und kaputt gemacht wird, dann würde das niemals passieren. Ich habe das, sag ich mal, ich habe der Sache eingestimmt. Das heißt, wenn jemand anderes, so wie jetzt zum Beispiel Zander mich trollt, dann muss er damit rechnen, dass ich ihn auch töte und seine Rüstung auch kaputt machen könnte im Notfall. So. Wir müssen mal gucken eben. Ich muss nämlich an Tintenfische kommen. Und deswegen müssen wir mal schauen, dass wir hier vielleicht irgendwo welche finden. Aber das sieht nicht so gut aus. Ich weiß, dass hier hinten irgendwo Sturmwaffel wohnt. Und bei ihm direkt ein Meer ist. Vielleicht gibt es dort ein paar Tintenfische. Ich brauche auf jeden Fall Tinte. Tinte und Sand müsste ich eigentlich farmen. Schaufeln habe ich ja mit. Oh. Da müssen wir mal schauen. Ja, Early Boy, sein Berg hat es auch erwischt. Da ist Zander auch ein bisschen eskaliert und hat gesprengt. Hat ihn auch nicht interessiert. Bis jetzt hat Early Boy das, glaube ich, auch noch gar nicht mitbekommen, weil er noch gar nicht aufgenommen hat mehr seitdem. Ne? Und übrigens, der liebe Early Boy, der muss diese Woche 2x für euch streamen, also für seine Zuschauer, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, das ist eine Abmachung. Wir haben Early Boy geholfen mit seinem Berg und die Abmachung war, dass Early Boy dann einmal die Woche für seine Zuschauer wirklich bis Ende des Jahres streamt. So, wenn er das jetzt diese Woche nicht macht, 2x streamen, dann kriegt er von uns direkt einen Troll reingedrückt, ja? Da könnt ihr auch nicht flamen oder so. Das ist ja zu euren Gunsten, ne? Das heißt, wenn Early Boy hier der Meinung ist, ne, ich muss nicht für meine Zuschauer streamen, das hat er uns nämlich versprochen dafür, dass wir ihm geholfen haben, dann werden der liebe Zander und ich ihn trollen und ihm zeigen hier, hey, Junge, du musst streamen hier für deine Leute, ne? So, gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar Tintenfische mehr kriegen, weil mit 6 Tinte komme ich auf gar keinen Fall weit. Müssen wir mal schauen. Hier ist echt gar nichts im Moment. Vielleicht beim Sturm da am... Der hat ja so wie so eine Art Steg oder so aus Stein gebaut, aber da scheint auch nichts zu sein. Schade. Ne, hier sind keine Tintenfische. Das ist wirklich schade. Da vielleicht? Boah, hat er hier alles abgebaut, ey. Boah, ist alles abgebaut, ey. Kann man sich ja gar nicht mehr richtig bewegen, Mensch. Was ist denn hier passiert? Junge, 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 Junge. Ah, alles klar. Dann müssen wir mal gucken. Machen wir uns erstmal auf den Weg zurück bei, zu meinem Haus. Da hinten hängt eine Deutschlandflagge, habe ich gerade gesehen noch. Da. Auf jeden Fall cool. Ja. Für alle, die es noch nicht wissen, heute kommt übrigens ein Minigames-Video wieder. Also Minecraft Minigames von neuen Spielmodi.
Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da nachher mal einschalten. Ich habe das zusammen mit Zander gezockt am Wochenende. Und der Spielmodi, muss ich wirklich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt gucken wir mal. Und vergesst vor allen Dingen nicht am Freitag. Oh Gott, boah, das war jetzt aber, ey, jetzt habe ich ja echt schon hier ein bisschen Kackstift bekommen. Seid mir nicht böse, Leute, ich bin noch ein bisschen im Eimer. Vergesst vor allen Dingen nicht am Freitag um 16 Uhr, ist der 48-Stunden-Livestream, ne? Dafür bin ich mich momentan am Vorbereiten. Ich versuche immer so lange wie möglich wach zu bleiben und dann, wenig zu schlafen, damit ich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sehr, sehr viel Schlaf nachhole und somit richtig ultra lange wach bleibe. Weil ich versuche ja so lange wie möglich wach zu bleiben, aber was ganz klar sein sollte, ich sag das nochmal explizit in dem Video, das heißt, wenn irgendjemand rummeckert, von wegen, wenn ich dann zum Beispiel 36 Stunden gemacht habe und sag, boah Leute, ich kann nicht mehr, ich höre auf, der dann nicht sagt, ja Kevin, du hast aber gesagt 48 Stunden, könnt ihr den einfach auf dieses Video hier verweisen, da wisst ihr einfach Bescheid, yo, hier, Craft Attack Video, ne, von Kevin, hat gesagt, wenn ich nicht mehr kann, ich höre auf. Ne? So sieht's aus, weil bevor man da irgendwas riskiert irgendwie, vielleicht sogar irgendwas Gesundheitliches, denke ich mal, ist es besser zu sagen, nee, ich höre auf, ich gehe schlafen. Sollte jeder verstehen, ne? Die Leute, die das nicht verstehen, ich habe gelernt, in Zukunft dann, so gut, so schlimm sich das anhört, aber einfach drauf zu scheißen, weil es gibt einfach Menschen, wie soll man das sagen, die sowas nicht ganz verstehen. Die sich einfach denken, ja, wenn jemand sagt, er macht 48 Stunden, dann muss er das auch machen, egal was ist. Und, wie gesagt, ich glaube, ich brauche das nicht groß zu erklären. Die meisten hier werden das sowieso verstehen. Also, wie gesagt, ne, ich versuche mein Bestes. Ich habe es schon mal geschafft, 48 Stunden zu streamen. und ich muss sagen, also, es war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht hatte ich aber auch nur Glück, keine Ahnung. So, wir gucken noch mal hier hinten, weil hier hinten ist nämlich auch ein bisschen Wasser. Also ich brauche auf jeden Fall Tinte, wie ihr gesehen habt. Ich habe fast gar nichts mehr, weil ich will richtig viel schwarzes Glas verbauen. Oh, und hier sind aber ordentlich Tintenfische, so wie es aussieht. Ja, 5 Stück, 6 Stück, boah, hier sind richtig viele. Komm Leute, die holen wir uns jetzt erstmal. Zack. Ja, wie gesagt halt, ich habe am Wochenende in dem Livestream von Zander, ein bisschen Beef mit ihm gehabt, so im Spiel. Also jetzt nicht so, wir haben jetzt nicht so richtig Streit, ne, weil es hier einige gab, die gedacht haben, unsere Freundschaft geht kaputt. Leute, ne, nochmal ganz kurz, also das in Craft Attack ist alles Spaß, auch das mit Early Boy, ne. Also meistens nach den Aufnahmen gehen wir sogar noch hin und lachen uns über die Kommentare, die wir dann kriegen, kaputt. Deswegen nehmt das nicht immer so ernst alles hier. Habt einfach Spaß und nehmt das alles ein bisschen lockerer und gut ist. So. Da sind keine mehr. Wir gehen mal eben schlafen. Weil sonst kommen hier gleich ganz viele Monster und die nerven die ganze Zeit. So. Gehen wir wieder zurück. Zack, zack, zack. So, jetzt muss ich noch schnell essen. Ja, und da geht's auch schon los. Da kommt schon das erste Skelett. Boah, die sind so richtig nervig, ey. Ich weiß, ich glaube, gestern habe ich eine 1.8er mal eine Zeit lang gespielt. Wegen irgendetwas. Und da habe ich einfach gemerkt, wie leicht alles in der 1.8er gewesen ist. So, jetzt müssen wir gucken. Gehen wir hier hoch. Zack. Zack, zack. Ach, ihr seht das übrigens ja. Hier habe ich euch noch gar nicht gesagt. Ich habe hier alles geterraformt gestern noch. Also hier fehlt nicht mehr viel. Hier müssen wir nur noch bis zum Wasserfall. Aber ich habe mir überlegt, je nachdem den kompletten Berg hier auch noch auf eine Stufe zu kloppen. Dann habe ich hier sehr viel Platz. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Was soll denn die Scheiße? Vor allen Dingen, irgendwer war so dreist und hat es, glaube ich, zustande gebracht, dass mein Bett weg ist. Ja, hier ist, glaube ich, irgendjemand ein Creeper in die Luft geflogen. Weil das war so noch nicht. Und hier stand mein Bett. Was soll denn der Unsinn, ey? Ja, hier hat anscheinend einer irgendwie alle Sachen in eine Kiste getan. Welcher Lappen auch immer das war. Sowas finde ich schon wieder doof, ey. Ah. So. Warum machen die Menschen sowas hier bei mir?
Naja, egal. Nicht schlimm. Wir werden... Alles klar. Wir werden diese Woche auf jeden Fall an meinem Haus weiterbauen und, ja, wie gesagt halt, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier noch ein paar Schäden repariere, weil hier auch irgendein Depp wieder war, der hier wahrscheinlich irgendwie... Es kann aber sein, dass das auch von mir gestern war, obwohl... Ne, der Creeper ist hier in die Luft geflogen gestern bei mir. Ich glaube, die Explosion reicht nicht bis hier hinten. Es scheint, weil hier ist weggesprengt da, es scheint, dass hier jemand irgendwie, weil hier ist auch ein Bett genau vor mir. Also hier muss irgendjemand einen Creeper in die Luft geflogen sein, so wie es aussieht. Und hier ist mir keiner in die Luft geflogen, weil das wüsste ich ja. Dann werden ja die Kisten werden ja hier weggesprengt und so. Und die sind auch neu gesetzt. Weil ich hatte hier, glaube ich, keine Kisten gesetzt. Vor allen Dingen die hier hatte ich dort nicht gesetzt. Keine Ahnung, naja. Egal, mittlerweile weiß man schon gar nicht mehr, was hier alles kaputt gegangen ist, weil einfach alles kaputt war. Ich kann euch gleich mal zeigen, wie es beim lieben Zander aussieht, Freunde. Da werdet ihr euch umgucken. Wie gesagt, wir müssen jetzt schauen. Je nachdem, ich will ja heute einen Livestream machen. Ab 16 Uhr. Gucken, ob ich das zeitlich packe. Es kann sein, dass ich was später da bin, Leute. diese Woche wird sowieso ein bisschen stressig. Also wenn ich den 48-Stunden-Livestream hinter mich gebracht habe, dann geht es hier wieder ganz normal mit einem geregelten Programm weiter auf Gamers Time, auf Twitch, ne? Aber diese Woche ist absoluter Horror für mich, weil ich muss so viel organisieren noch für den 48-Stunden-Livestream. Deswegen hoffe ich, und alle, die das bis hierhin gesehen haben, können ja mal irgendwie in die Kommentare, keine Ahnung was, wie ich verstehe das, schreiben. wie gesagt, ich muss halt... meine Güte, ey, jetzt sag nicht, ich krieg schon wieder irgendwas, Leute, ne? Ich muss die Sachen, die ich unter der Woche eigentlich organisiere, in Ruhe und am Wochenende, jetzt zusammenlegen und unter der Woche alle organisieren. Junge, 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 Junge. Das ist zum Beispiel am Wochenende alles passiert hier mit Zander. Richtig heftig, ne? Ja, wie gesagt halt, das muss ich alles jetzt unter der Woche organisieren und ihr merkt das schon. Mich nimmt das ganz schön mit. Aber keine Sorge, macht euch da jetzt keinen Kopf, das kriegen wir schon hin, das ist gar kein Problem. Normalerweise müsste ich jetzt eigentlich gucken, dass ich heute die ganzen Videos vorproduziere, auch fürs Wochenende, weil das wird richtig viel Arbeit. Ich will ja gucken, dass trotz, dass ich den 48-Stunden-Stream mache, jeden Tag noch zwei Videos kommen. Da müssen wir mal gucken, ne? Nicht, dass ich schon wieder anfange ausfallen zu lassen. Also Craft Attack will ich auf jeden Fall hinkriegen, dass Freitag, Samstag, Sonntag eine Folge kommt. Und ich hole mir mal eben was zu essen noch. Ich weiß nicht, heute in der Folge war ich nicht sehr produktiv, weil das Problem ist halt einfach meine ganze Rüstung. Alles ist weg, auch meine Spitzhacke, die John Cena und so. Ich muss gucken, dass ich mir das heute irgendwie im Livestream wiederhole. Dass ich irgendwie gut XP heute farben gehe und immer wieder verzauber und versuche auch Mending zu traden. Und mir wieder gute Rüstung und so mache. Weil das, ja, das ist einfach echt nervig jetzt ohne das Equipment. Ich habe halt alles darauf gelegt, mir mein Equipment zu holen. Ne? Das ist so das Beste, was ich hatte in dem Spiel, also momentan. Weil ich halt einfach nicht mal Schwerpunkt darauf gelegt habe, irgendwie schon ein dickes Haus zu haben. Sondern eher erstmal eine gute Rüstung. Ja, und jetzt ist das, was ich hatte, weg. Auch der gute Bogen und alles. Ne? Das ist halt ein bisschen doof. Wie gesagt halt, ich gucke, dass ich jetzt unter der Woche alles geregelt kriege, auch fürs Wochenende. Deswegen seid mir nicht böse, wenn es in dieser Woche ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unregelmäßiger ist. Ja, weil ich bin ja am Wochenende 48 Stunden da und ich denke mal, der meiste Teil von euch wird Verständnis dafür haben. Ich wollte eigentlich mal gucken wegen meiner Monsterfarm, ob da irgendwas auch passiert ist. So. Und ich denke mal, da werden auch nicht viele von euch irgendwie jetzt anfangen. Das ist voll kacke so. Ich finde das voll doof. Ne, die meisten, die zeigen ja auch Verständnis und sagen, Kevin, absolut gar kein Problem. Deswegen, Dankeschön dafür, Leute, ne? So. Und ich hoffe, dass ihr natürlich am 48-Stunden-Livestream sehr viel Spaß haben werdet, Leute. Also so wie es aussieht, gibt es schon eine Playstation zu gewinnen. Und vielleicht, wenn das jetzt weiter so geht mit den Subscribern auf Twitch, wird es vielleicht sogar noch einen Gaming-PC geben. Ja, das hängt aber davon ab, ob wir das schaffen, bis dahin voll zu bekommen oder nicht. Und, ja, auf jeden Fall eine coole Sache, es gibt 40-fache Coins. Ich werde mich schon mal jetzt heute hier hinstellen, jetzt, ich laufe in der Folge schon mal zur Mob-Farm, weil da werde ich nachher so ein bisschen Brain-AFK immer stehen nebenbei, während ich irgendwie schneide oder so. Dann kann ich nämlich ein bisschen XP immer nebenbei farmen und kann dann richtig viel später verzaubern.
Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er am Freitag einschaltet. Um 16 Uhr geht's los. Das wird abnormale Party. Seid mir nicht böse, dass es heute hier so ein bisschen ruhiger war in der Craft Attack Folge. Ich muss halt gucken, dass ich entweder für morgen oder übermorgen meine ganzen Craft Attack Aufnahmen plane. Dann kann ich nämlich ganz viele verschiedene Gäste reinholen und dann auch nebenbei vorproduzieren. Und dann werden die nächsten Folgen auch wieder ein bisschen interessanter hier werden. Ich sag auf jeden Fall an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vor allen Dingen, wenn ihr euch auf den 48-Stunden-Livestream freut. Und ich würde sagen, einen netten Kommentar. Ja, vor allen Dingen, wenn ihr es verstanden habt, was ich gesagt habe hier, ne? Von wegen 48 Stunden und so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Craft Attack 3. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.